Hallo, willkommen bei Mamani, Platz kann jeder. Ich muss leider gestehen, dass ich mich heute zu einem weiteren Kauf verleiten ließ. Das lag daran, dass ich zum einen noch ein Unternehmen für die Branche Gütertransporte benötige und zum anderen, dass dieser Sektor am Mittwoch ordentlich abgestraft wurde. Auch die Aktie, die ich jetzt gekauft habe, kam am Mittwoch gut unter die Räder, denn sie verlor an dem Tag in der Spitze über 5%. Das habe ich dann ausgenutzt, um meinen ersten Fuß in das Unternehmen zu bekommen. In der nächsten Zeit könnte die Aktie auch noch etwas leiden, aber auf lange Sicht haben sie gute Aussichten. Um welches Unternehmen es sich handelt und warum ich hier zum jetzigen Zeitpunkt zugeschlagen habe, erfahrt ihr im heutigen Video. Das Unternehmen, in dem ich neu eingestiegen bin, ist die DSV aus Dänemark. Ja, was machen die überhaupt? DSV ist ein dänisches Transport- und Logistikunternehmen. Die Gesellschaft ist in über 90 Ländern auf der ganzen Welt tätig und verfügt über ein internationales Netzwerk an Partnern und Agenten. Das Unternehmen teilt sich in drei Divisionen auf, mit den Tochtergesellschaften DSV Road, DSV R&C und DSV Solution. DSV Road zählt zu den drei führenden europäischen Logistikanbietern und hält Niederlassungen in 32 Ländern. Die Unternehmensflotte besteht aus über 20.000 Trucks. DSV R&C bedient mit flexiblen Zeitplänen und alternativen Routen die Logistikbedürfnisse von Kunden auf der ganzen Welt. Und DSV Solutions bietet Kunden Mehrwert durch die Bereitstellung von Logistiklösungen mit einer Gesamtfläche von 6 Millionen Quadratmetern. Hauptsitz der DSV ist Brøndby in Dänemark. So, wir haben hier bei dem Unternehmen eine Marktkapitalisierung von 35 Milliarden Euro. Also ein richtig schön dickes Unternehmen. Das KOV ist auch in Ordnung, das liegt bei gut 1,36. Die Eigenkapitalquote, die ist sehr gut. Sie liegt nämlich bei 46%. Und wir haben einen Verschuldungsgrad von gut 3,17. Und hier muss man noch dazu sagen, dass, dass Verbindlichkeiten in Höhe von gut 87 Milliarden dänische Kronen, dänische Kronen ist was anderes wie Euro, auf jeden Fall gut 8,3 Milliarden dänische Kronen auch noch als liquide Mittel gegenüberstehen. Also netto betrachtet ist die Verschuldung oder der Verschuldungsgrad sogar noch ein bisschen besser. So, dann kommen wir einmal kurz zum Chart. Beim Chart sehen wir den grundlegenden positiven Trendverlauf über die letzten Jahre. Seit dem Corona-Tief wurde die Dynamik der Aufwärtsbewegung noch einmal ordentlich gesteigert. Die Aktie stieg bis auf gut 225 Euro im September 2021. Es folgte eine konstante Abwärtsbewegung jetzt seit dem Hoch und aktuell sind wir auch noch voll in dem negativen Trendkanal gefangen. Momentan haben wir wieder ein Kursniveau erreicht, den wir im Oktober 2020 schon einmal gesehen haben. Also aus charttechnischer Sicht rechne ich auch durchaus noch mit weiteren Kursrückgängen. Warum ich dennoch jetzt hier eingestiegen bin, erkläre ich gleich. Schauen wir uns einmal kurz eben die Kennzahlen an. Also wir haben momentan ein KGV von gut 19,9. Wir sehen bei dem Unternehmen auf der Umsatzseite, dass das Unternehmen in den letzten 10 Jahren die Umsätze enorm gesteigert hat. Vor 10 Jahren lagen wir noch so bei gut 5, 6 Milliarden Euro. Und eigentlich konnte das Unternehmen in den letzten Jahren jedes Jahr einen schönen Umsatzwachstum generieren. Und das gefällt mir bei Unternehmen immer sehr gut, wenn ich halt sehe, dass sie konstant auch ein Wachstum beim Umsatz haben. Und das hat uns das Unternehmen eindeutig auch gut bis zum Jahr 2020 gezeigt. 2021 kam dann eine super Steigerung nochmal von 57%, was aber eventuell auch ein bisschen zu großer Schluck aus der Pulle gewesen ist. Und dementsprechend muss man jetzt nicht damit rechnen, dass diese Steigerungsform auch in der Zukunft weitergeht. Wir sind hier im Transport- und Logistikwesen und dementsprechend muss man das auch ein bisschen separater betrachten. Aber insgesamt haben wir hier eine schöne kontinuierliche Steigerung, auch mit schönen Schüben in dieser Zeit. Und deswegen gefällt mir die Historie bei der Umsatzseite auf jeden Fall schon mal ganz gut. Und was mir auch gut gefällt, ist die EBITDA-Seite. Hier sehen wir nämlich auch über die letzten 10 Jahre, dass wir hier ein konstantes Wachstum beim EBITDA-Gewinn haben. Was wir auch sehen, ist, dass über die Jahre auch die Marge jetzt nicht überdimensional gesteigert werden konnte. Aber wir sind auf einem Niveau angekommen, was deutlich höher ist wie vor 10 Jahren. Schöne kleine Steigerung haben wir hier. Was natürlich besonders auffällt, ist natürlich nochmal der Schub 2019, 2020 und 2021, wo nochmal die Marge deutlicher erhöht worden ist.
Gut, Historie ist das eine, Zukunft ist das andere. Und deswegen will ich jetzt einmal kurz nochmal auch auf die Schätzung eingehen. So, und die sehen leider jetzt erstmal nicht ganz so gut aus. Ne? Wir mussten ja auch betrachten, dass der Logistikbereich in den letzten Monaten oder auch in der letzten Zeit einen relativ guten Lauf hatte. Ja, wir haben halt Transportprobleme gehabt und dementsprechend konnten die Anbieter von solchen Logistiklösungen halt auch, ich sag mal, gut verdienen. Also wir haben jetzt auf der Umsatzseite umgerechnet auf dänische Kronen im abgeschlossenen Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz gehabt von 181 Milliarden dänische Kronen. Die Schätzungen gehen davon aus, dass wir dieses Jahr den Umsatz sehr schön steigern können, wohl auf 224 Milliarden dänische Kronen. Dann im Folgejahr sackt der Umsatz ab auf 198 Milliarden dänische Kronen. Und dann im Jahr 2024 soll der Umsatz zurückgehen auf 194 Milliarden dänische Kronen. Aber der Umsatz liegt in allen drei Jahren, auch wenn der Umsatz nach dieser schönen Steigerung 2022 peu à peu wieder zurückgeht, immer noch auf einem sehr schönen Niveau, nämlich bei 194 Milliarden dänische Kronen. Und damit um einiges höher wie der Umsatz 2021 mit 181 Milliarden dänische Kronen. Und was natürlich dann für den Umsatz gilt, gilt auch für den EBITDA-Gewinn. Der soll nämlich in diesem Jahr wohl bei 27,4 Milliarden dänische Kronen liegen. Und dann in den beiden Folgejahren, wo dann halt der Umsatz auch schwächer wird, zurückgehen auf 24,1 und 23,6 Milliarden dänische Kronen. Das ist aber immer noch ein ordentlicher Gewinn und wie gesagt, der Umsatz liegt ja auch höher wie im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr. Und dementsprechend haben wir dann auch durch den Gewinnrückgang auch in diesem Jahr wohl noch ein schönes KGV von gut 16 oder ein erwartetes KGV von 16, was sich dann in den nächsten beiden Jahren, also 23 und 24, wohl auf 17 wieder einpendeln wird. Ist nicht schön, ein Umsatzrückgang, ein Gewinnrückgang, aber wir müssen immer betrachten, wir haben hier auch ein sehr hohes Niveau oder ein viel höheres Niveau in diesem Jahr wie in den Vorjahren und bewegen uns dann halt auf einem tieferen Level, was aber immer noch höher ist wie 2021. War halt ein besonders gutes Jahr oder wird halt ein besonders gutes Jahr werden, das Geschäftsjahr 2022. Ich gehe aber auch noch gleich darauf ein, weswegen ich dennoch hier einsteige. Ja, normal mag ich ja gerne, wenn ich halt die Umsatzerlöse permanent mit einer Steigerung sehe, genauso wie die Gewinne. Das ist jetzt diesmal bei dem Unternehmen ein bisschen anders, aber wir müssen auch die Branche mit berücksichtigen. Gehen wir noch einmal kurz auf die Dividende ein. Die soll dann halt relativ konstant gehalten werden in den nächsten drei Jahren, so ungefähr bei 0,7%. Also große Schwankungen werden wir hier nicht haben. Auch keine sehr hohe Dividende, aber zumindest eine Dividende, mit der man ganz gut leben kann. Dann gehen wir mal einmal kurz noch auf die Analystenseite ein. Die sieht eigentlich sehr gut aus. Wir haben 19 Analysten, die das Unternehmen momentan beobachten. Und wir haben ein durchschnittliches Kursziel, das bei 220,48 Euro liegt. Momentan haben wir einen Kurs von gut 143,60 Euro. Und die ganzen Kursziele liegen in einer Spanne von 174,74 Euro bis 250 Euro. Und 2 Cent. Und geht man vom durchschnittlichen Kursziel aus, von den 220,48 Euro, dann hätten wir vom aktuellen Kurs ein Aufwärtspotenzial von gut 54%. Und das ist natürlich schon mal ordentlich. So, dann würde ich sagen, kommen wir zu der Punkteverteilung. Mal kurz hier eben was machen. Die Punkteverteilung ist natürlich jetzt mit Abschlägen zu berücksichtigen. Was natürlich auch daran liegt, dass es hier natürlich auch ein paar Punkte gibt, die ein bisschen kritischer zu beäugen sind. Also klar, durch den stark sinkenden Kurs der letzten Monate gab es bei der Punkteverteilung natürlich auch schon einen ordentlichen Abschlag jetzt beim Jahreschart. Außerdem habe ich bei der Bilanz, bei den Schulden, den Punkt nicht vergeben, da die Schuldenaufnahme in den letzten Jahren jetzt nicht klein gewesen war. Dennoch muss man natürlich berücksichtigen, dass der Verschuldungsgrad noch voll in Ordnung ist und auch die Eigenkapitalquote ist mit 46% in einem doch guten Bereich. Sehr viele Punkte habe ich auch bei den Schätzungen abgezogen, da die nächsten Jahre wohl ein bisschen schwieriger werden, beziehungsweise wir halt auch diesen Umsatzrückgang, habe ich ja gerade erzählt, und auch Gewinnrückgang höchstwahrscheinlich in den nächsten zwei, drei Jahre sehen werden. Und dementsprechend muss ich das natürlich
mit berücksichtigen bei den Zukunftsaussichten. Und daher habe ich dann auch dementsprechend die Punkte abgezogen. Ja, dazu komme ich dann gleich aber auch nochmal ein bisschen detaillierter. Bei der Aktienanzahl war auffällig gewesen, dass diese immer wieder mal schwankt. Es gibt Jahre, dann nimmt die Aktienanzahl schön ab und dann wird die Anzahl auch mal ordentlich erhöht. Momentan haben wir gut 26% mehr Aktien wie vor 5 Jahren. Nicht schön, aber bei dem Wachstum der letzten Jahre durchaus nachvollziehbar. Ist halt ein Logistik- und Transportunternehmen und dementsprechend muss da auch erstmal ordentlich investiert werden, damit man auch diese Umsatzsteigerungen und auch Gewinnsteigerungen hinbekommt. So, bei den Insider-Trades konnte ich nur die neutralen 5 Punkte vergeben, da ich keine Verkäufe oder Käufe von Führungsmitarbeitern finden konnte. Und dann kommen wir einmal kurz noch zur News-Seite. Hier gab es eigentlich auch nicht wirklich große kursrelevante News. Und daher sage ich euch mal die letzten Quartalzahlen. Die sahen nämlich richtig gut aus. Die stammen nämlich jetzt auch, vor ein paar Wochen sind die halt veröffentlicht worden, zur Quartalsberichtssaison. Also der Gewinn der Aktie lag jetzt bei 20,07 dänische Kronen. Im Vorjahresviertel waren es noch 10,39 dänische Kronen die Aktie gewesen. Also wir hatten hier eine mega gute Steigerung. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 61,13 Milliarden dänische Kronen vermeldet. Das entspricht einem Plus von 81,83% im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33,62 Milliarden dänische Kronen in den Büchern standen. Also auch eine absolut super Steigerung, die wir hier gesehen haben. Ja, und deswegen muss man das auch ein bisschen relativieren, dass wir dann halt bei den Schätzungen nach solchen Steigerungszahlen irgendwo auch erstmal jetzt so eine Verdauungsphase haben, wo dann auch der Umsatz halt nicht mehr so auf diesem Niveau gehalten werden kann. Die Wirtschaft, die stottert halt ein bisschen. Na gut, auf jeden Fall, Analysten hatten einen Gewinn die Aktie von 17,4 dänische Kronen vorhergesagt, während der Umsatz bei 55,91 Milliarden dänische Kronen erwartet worden war. Also hier lag dann beides deutlich über den Schätzungen. Insgesamt waren die Geschäfte im letzten Quartal sehr gut gewesen. So, dann kommen wir jetzt eben schnell zu meiner Meinung. Also das Unternehmen muss man natürlich auf lange Sicht betrachten, denn die nächste Zeit dürfte nicht einfach werden. Das liegt natürlich an der aktuellen Lage. Momentan laufen die Geschäfte gut, der Umsatz und der Gewinn konnte ordentlich gesteigert werden. Die Frachtkosten sind hoch und konnten auch ganz gut weitergegeben werden, was man ja auch bei den Zahlen jetzt gesehen hat. Zumindest noch. Das kann jetzt selbstverständlich ein bisschen auch jetzt in der nächsten Zeit anders werden. Wenn die Wirtschaft stottert, dann werden Gütertransportfirmen auch mehr Probleme bekommen. Weniger Waren, die eventuell transportiert werden müssen, drücken auf die Preise. Das Gleiche gilt dann auch bei den Transportkosten. Der Ölpreis ist hoch und damit steigen dann auch die Kosten für die Transportfirmen. Was wiederum natürlich auch Druck auf die Marge bringen könnte. Also die nächste Zeit wird jetzt nicht einfach für die Branche werden. Warum schlage ich dann dennoch hier zu? Also das liegt natürlich auch an der Branche, die ich in meinem Depot noch nicht so wirklich bedient habe, wie ich es eigentlich gerne haben möchte. Da wollte ich schon länger ein weiteres Unternehmen ins Boot holen. Wir haben bei DSV eine Firma, die in der Vergangenheit gezeigt hat, dass sie ein schönes Wachstum beim Umsatz und Gewinn hinlegen konnten und dass sie auch durch schwierige Marktphasen eigentlich gut durchkommen. Die Gütertransportbranche ist für mich eine Branche, die nicht wegzudenken ist und daher möchte ich hier auch vertreten sein. Ich möchte aber auch bei einer Firma vertreten sein, die global tätig ist, was also auch ein echtes Dickschiff in der Branche ist und das habe ich bei der DSV. Sie sind stark im LKW, aber auch bei Luft- und Seetransporter aktiv. Sie sind relativ moderat verschuldet und haben eine gute Marktstellung. Man hat in der letzten Zeit auch gesehen, wenn die Wirtschaft etwas brummt, dann können sie gutes Geld verdienen. Tja, und die Zeit jetzt, wo die Aussichten schlechter werden, möchte ich ausnutzen, um das Unternehmen in meinem Depot langsam aufzubauen. Wir sind jetzt schon gut 37% von den Hochs runtergelaufen. Das heißt, um die alten Hochs wiederzusehen, müsste die Aktie um gut 58% zulegen. Das ist schon mal sehr ordentlich. Dann haben wir die Analysten, die ein durchschnittliches Kursziel von 220 Euro sehen, was gut 54% über dem aktuellen Kurs liegt. Erst Ende Mai hat HSBC den Konzern noch zum Kauf empfohlen. Also wir sind jetzt bei einem Preis angekommen, der auf lange Sicht sehr gutes Potenzial bietet. Außerdem sind wir auch aus fundamentaler Sicht in einer Region angekommen, die okay in meinen Augen ist. Klar, weitere Schwäche kann jetzt durch eine stotternde Wirtschaft aufkommen.
Ja, das finde ich aber nicht wirklich schlimm, denn ja, jetzt sind wir auf einem guten Niveau angekommen und weitere Schwäche sind für mich dann gute Möglichkeiten, um meinen Bestand immer weiter aufzubauen. Mein Blick ist hier nicht auf den schnellen Erfolg gerichtet, sondern auf das Potenzial, was in Jahren erreicht werden kann. So ein Unternehmen will ich bei einer fairen Bewertung aufsammeln und dann in Schwäche auf seine endgültige Positionsgröße erweitern. DSV ist eine Firma, die in guten Jahren viel höhere Kurse erreichen kann und daher fange ich jetzt an, bei Schwäche hier reinzugehen. Warum warte ich nicht weiter ab? Ja, das liegt daran, dass ich irgendwann mal reingehen muss. Jetzt sind wir schon ordentlich zurückgekommen. Hier ist also auch schon vieles eingepreist. Ein Abschlag von den Hochs von gut 37% ist schon sehr ordentlich. Und wenn sich die Wirtschaft mal etwas besser entwickeln sollte, wie man aktuell vermutet, sind schnell kurze Anstiege hier durchaus denkbar. Die fundamentale Bewertung würde das auch rechtfertigen, genauso wie die Analystenschätzung. Hier kann sich die Stimmung also auch mal ganz schnell drehen. Aktuell rechne ich noch nicht damit, daher steige ich auch erst einmal klein ein. Aber denkbar ist halt alles. Würde der Ölpreis zum Beispiel sinken, die Konjunktur besser laufen als erwartet und China könnte jetzt wieder stärker anspringen, wie man es vor Wochen noch erwartet hat, dann kann das auch mal ganz schnell gehen. Und da möchte ich zumindest schon einmal drin sein in dem Unternehmen. Der Rest wird sich dann zeigen. Apropos zeigen, ich zeige mal schnell das Ergebnis der Analyse. Ja, das Ergebnis ist natürlich jetzt nicht der Oberknaller. Mein Analysetool sagt mir, ich hätte einen Anfangsinvestitionsbetrag von 606 Euro, sprich 60,6% von meinem maximalen Startbetrag. Und der maximale Investbetrag liegt bei 1926 Euro, sprich 64,2%. Man muss das berücksichtigen, was ich gerade ja auch erklärt habe. Die aktuellen hohen Punktabschläge durch den Jahreschart und vor allem auch durch die unter anderem auch die ansteigende Aktienanzahl, aber vor allem auch durch die Schätzungen, die jetzt ein bisschen zurückgehen sollen. Was aber nachvollziehbar ist. Aber die Sicht ist jetzt im Endeffekt nicht auf das, was jetzt die nächsten ein, zwei Jahre kommt, sondern wie sich das Unternehmen auf Jahre entwickeln kann. Ich habe ja schließlich ein Langzeitdepot und dementsprechend suche ich mir natürlich auch Unternehmen, die auf lange Zeit natürlich auch gutes Potenzial haben. Und DSV hat in den letzten Jahren gezeigt, dass sie schönes Wachstum haben beim Umsatz und Gewinn und dementsprechend gehe ich auch davon aus, dass das Unternehmen das schaffen kann, in der Zukunft das fortzuführen. Und dementsprechend gehe ich jetzt hier rein. Über mein Analyse-Tool wird mir aber auch gesagt, mach es vorsichtig und langsam. Und darauf höre ich natürlich auch. Und dementsprechend fällt das Ergebnis, weil halt die Faktenlage so aussieht, wie sie aussieht. Ja, dementsprechend ist halt auch die Punktevergabe ausgefallen. Das heißt aber nicht, dass das Unternehmen schlecht ist, sondern nur, dass ich wegen der aktuellen Lage vorsichtig hier reingehen soll. Also versteht das jetzt nicht falsch. Risiko ist bei dem Unternehmen momentan vorhanden, da ja auch die Risikoabschläge bei der Bewertung nach der Analyse. Das wird jetzt nicht eine Position werden, die mein Depot beherrscht. Man sieht ja auch am maximalen Investbetrag, dass ich hier nicht übergewichtet reingehe. Das ist jetzt auch kein Unternehmen, was ab diesem Zeitpunkt nach oben springen kann. Das ist eine Firma, die ich aktuell für fair bewertet halte und die ich jetzt gerne nach dem sehr ordentlichen Abschlag der letzten Monate auch anfange jetzt aufzubauen. Das Aufbauen werde ich jetzt auch abhängig davon natürlich machen, wie die Konjunktur weiterläuft, die Ölpreise und so weiter. Das sind jetzt natürlich dann die Sachen, auf die ich achte, um dann zu entscheiden, wie schnell, in welchem Tempo ich weiter in diese Firma reingehe. Jetzt habe ich erstmal einen ersten Fuß reingesetzt und der Rest wird dann die Zeit zeigen. So, das war's dann für heute. Ich verabschiede mich und hoffe natürlich, dass die Analyse und das Video über den Kauf der Aktie euch gefallen und auch ein bisschen geholfen hat. Falls ja, dann würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch geben könntet. Das würde mir helfen, den Kanal ein bisschen bekannter zu machen. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, kann ja auch mal vergessen werden, dann macht auch das, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Bis zum nächsten Mal, euer Markus. Hat euch das Video gefallen? Dann drückt bitte den Daumen hoch Button. Wir würden uns auch sehr darüber freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Und damit ihr kein Video verpasst, drückt gleich noch die Glocke. Danke!